3, 2, 1. Hallo Leute, Bro ist hier am Start und heute zum neuen kommentierten Gameplay von mir auf der Map Nuketown 2025, also 2025. Dieses Gameplay ist nicht von mir gespielt, nein, das ist vom Latexbruder oder Waffel SS, wie er sich jetzt nennt, erspielt. Mit den Waffen hat er dabei gehabt die MP7 Reflex, den Hunter Killer, die Vorräte und den Blitzschlag hat er als Abschussserie dabei. Und dann hat er noch die Granate und Blendgranate in Doppelausführung auch dabei. Ich weiß leider nicht, welche Zweitwaffe er dabei hat, da er das selbst auch nicht mehr weiß. Und ich das Video schon oft gesehen habe, aber ich finde eigentlich nie die richtige Stelle, wo er die Zweitwaffe herzeigt. Ja, okay. Heute geht es um das Thema, wie ihr vielleicht schon gesehen habt. Im Intro, dass ich dort eine andere Musik habe und nicht wie normal die von Sido Bilder im Kopf. Ja, aber ich bin von YouTube angeschrieben worden. Ich soll bitte eine andere Musik. Okay, er hat ein Messer als Zweitwaffe. Ich soll nicht eine Musik machen, die. Also, ich soll eine Musik machen, die mir gehört, dann kann ich es auch monetarisieren oder wie der Scheiß heißt. Und da habe ich ein bisschen im Internet gesucht und auch bei anderen Plattformen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt lustige Witze. Und da habe ich mal geschrieben und irgendwer Beats auf YouTube macht und ja, ich habe einen gefunden, der gesagt hat, er macht YouTube Beats und würde mir auch gerne die Rechte von seinen 14 Liedern jetzt geben und auch von den anderen Liedern, die er noch bekommt. Und er heißt T-Raxis, sorry, wenn ich das falsch ausspreche. Und ja, ich habe ihn gefragt, ob ich seine Lieder haben kann. Er hat mir aber leider noch nicht zurückgeschrieben und hoffe, ihm macht das nichts aus, dass ich jetzt trotzdem seine Lieder mal ein bisschen vorzeige. Ich habe sie jetzt nur verwendet, also ist es noch nicht fertig. Und ihr werdet auch in 2 Minuten einen kleinen Abschnitt sehen, wie das so ist, wie seine Lieder zusammenkommen und ja. Also, ich hoffe, euch gefällt auch, was er macht. Könnt ihn gerne abonnieren, liken. Er wird auch jetzt dann, wenn ich das so mache, bekommt er von mir ein Kanaldesign, wie gesagt. Dann wird das im Intro sein Name auch dabei stehen und er wird immer verlinkt sein in der Beschreibung. Also wenn ihr mal Lust habt, schaut bei dem rein, er macht vielleicht auch für euch ein paar Beats und ja. Dann würde ich sagen, startet die Musik. So, dann bin ich hier jetzt wieder zurück und ich hoffe, euch haben diese kleinen Musikausschnitte gefallen. Wie gesagt, schaut einfach mal rein mein Deutsch ist gut. Ja, schaut einfach mal bei der Beschreibung rein. Da könnt ihr ihn gern, wie gesagt, abonnieren. Helft ihn, er hat auch nur 66 Abonnenten, obwohl ich jetzt noch weniger habe, aber. Ich glaube, er ist schon länger, viel länger als ich auf YouTube und ja. Gebt diesem Video ein Like, wenn ihr es mögt, favorisiert ihr es, wäre das natürlich super. Oder wenn ihr natürlich dann noch dazu, ihr mich abonniert, das wäre natürlich sehr geil. Euer Poisons, bis zum nächsten Mal, ciao. Uff.